Und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Heute wird ein Video der ganz besonderen Art Tankstellenessen. Heute wird Tankstellenessen abgecheckt. Ich habe immer schlechte Erfahrungen mit Tankstellenessen gemacht. Wirklich, wenn ich an Tankstellenessen denke, das kaufe ich gar nicht. Wisst ihr, aber vielleicht war das auch meine schlechte Erfahrung. Aber wenn nicht, kann ein Mensch das heute ändern. Meine Meinung, das ist Ralf Zacherl. Wer ihn nicht kennt, Fernsehkoch mit Rang und Namen, der hat hier sein Sortiment am Start. Unter anderem Burger, Sandwich, Baguette, alles am Start. Wir werden das natürlich abchecken. Viel Spaß beim Video. Seid mal ehrlich, heftige Frisur, ne? Also mal ganz ehrlich. So, also wir haben eben schon mit dem Personal gesprochen. Die waren gleich so in Aufruhr. Die geben jetzt komplett alles. Die wissen schon, wir werden da gleich was bestellen. Die machen da wirklich jetzt einen Top-Burger. Also wenn der jetzt nicht schmeckt, der ist jetzt wirklich topfrisch. Ich will es nur gesagt haben, weil wir immer transparent hier arbeiten, ne, H-Mit? Edelmet, sorry. Wir switchen jetzt noch rüber zum Online-Spot. Also hier gibt es dann den Burger, der sieht so aus. Den vergleichen wir dann auch noch mal in Realität, wie der aussieht. Später, aber wir gehen jetzt erstmal normal das andere Angebot von Zacherl testen und dann zum Schluss kommen wir hier zum Burger zurück. Oh, bisher Tankstellen immer doof gewesen, habe ich nur schlecht in Erinnerung. Das möchte ich jetzt noch mal überprüfen. Und ich werde jetzt ganz normal auch was zu snacken holen bei einer anderen Tankstelle, damit wir diesen Vergleich noch haben. War das echt immer scheiße bei mir oder irgendwie einfach nur Pech gehabt? Genau, und deshalb gehen wir zur normalen Tankstelle jetzt und bestellen noch mal eben was. Also, wir sind bei Esso-Tankstelle. Diese Mission nimmt eine Tragweite an, die ich niemals für möglich gehalten hätte. Wir sind jetzt bei Esso. Da wir ja auch normale Backwaren, das heißt Brötchen, sage ich mal, ne? Ich möchte noch nicht zu viel verraten, auch von dem Zacher probieren werden. Müssen wir jetzt erstmal schauen. Esso, vielleicht auch noch eine andere Tankstelle gleich. Wie schmeckt da das normale Esso aus der Aussage? Kann ich das gleich hier wegschmeißen, gleich in den Müll? Oder taugt das ein bisschen was? Und da holen wir uns jetzt mal eben was raus, weil wir den Vergleich brauchen. Ist der Zacher besser als alle anderen? Das werden wir jetzt sehen. Ich bin so ein Esel, ich habe das Auto angelassen. Ich drücke eben auf Zumachen und der hupt. Perfekt. Jetzt wird gesnackt. Jetzt wird es. Was? Ich bin ein Idiot. Moin, moin. Grüß dich, mein Lieber. Sag mal, habt ihr gar keine Snacks hier? So belegte Brötchen und so? Sandwich, habt ihr ein Sandwich? Ach geil. Scheiße, aber können wir knicken? Die haben nur diese Standarddinger, nicht das, was ich suche. Ja, so eine Scheiße, Leute, okay. Das können wir nun echt nicht irgendwo vergleichen. Die Tankstellenbeauftragten verschwinden wieder. Scheiße, Ahmed. Was machen die mit uns? Unsere Mission, Ari. Ja, ja, nein, 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 sag nicht sowas. Die Mission wird niemals enden. Lass den Daumen oben knallen für diese Mission. Ist so besser oder ist so besser, die Cap, die ich vorne trage? Nur doch besser. Ab geht's zu Jettos, Ahmed, ne? Zu Jettos, das war auch ursprünglich die Mission. Jetty, Maddy. Enttäuscht, oh, Foco, Meko. Jet enttäuscht uns nicht. Bei Jet gelandet und eins kann ich euch schon mal sagen, Ahmed hat eben schon mal ein bisschen hingelinst. Die haben diesmal eine Aussage. Die haben eine schöne Aussage und wir wollen den Vergleich. Da ist der Kollege. Also ich möchte jetzt keinen großen Wirbel drum machen. Ich denke, jedem ist klar, bei der Tankstelle meistens sieht das einfach lieblos aus und irgendwie ohne irgendwelchen Anstand gefühlt, dass er hingeknallt. Ich habe wirklich das genommen, was am allerbesten aussah. Das war so ein Mozzarella-Ding, das sah wirklich vernünftig aus. Und das werde ich euch jetzt einmal präsentieren. Also wir haben es nochmal warm machen lassen. Typischen Fertig-Maggi-Tomatensoßen-Charakter. Einfach jetzt vom Geruch. Aber es sieht gut aus. Warm gemacht. Wir durften drinnen halt leider nicht filmen. Wir müssen uns das so vorstellen. Die Brötchen sahen aus wie irgendwelche Billigbrötchen vom Discounter. Hat nichts drauf, teilweise kein Salat, einfach stumpf Frikadelle, Schnitzel. Also liebloser geht es wirklich nicht. Tomate bringt gewisse Saftigkeit schon rein. Ihr habt es, glaube ich, eben gesehen, da ist schön Tomate hier auch drin. Also im Großen und Ganzen ist es gar nicht so verkehrt, sage ich euch ehrlich. Also wer ein Gourmetbrötchen erwartet oder was richtig geiles, Bäckerqualitätstechnisch, der geht natürlich nicht zur Tankstelle. Aber wie oft ist das so, ihr kennt das, man hat so Hunger, will bei der Tanke eben was wegsnacken. Da schauen wir zum Schluss, ob der Zacher das Game komplett durcheinander wirft und man das wirklich machen kann. Kann man machen, kann man sich bestellen, warm gemacht, rein auf Geschmack gesehen, werde ich sogar eine 6,3 geben. Ist in Ordnung, wir werden noch eine Tankstelle abchecken und dann geht's zum Zacher rüber. Wir sind angelangt bei der
Shell, der letzte Vergleich, bevor wir gleich... Hey! Schon wieder Auto angelassen. Bevor wir zum Zacher kommen. Zacher, Zacher, ich habe das schon wieder verschissen. Ahmed sagte eben, er hat da letztens ein Brötchen rausgeholt, das wirklich, wirklich gut gewesen sein soll. Und dann bringen wir auch Licht ins Dunkel. Hinter dem ganzen Debakel hier, wenn ich so nennen darf. So, hier dürfen wir so kurz abfilmen, Leute. Ui, 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 ui. Edels Nädel. Da hinten Chicken gibt's. Also, wir haben hier ein schönes Chicken Sandwich oder ein Chicken Baguette, nennen wir es mal so. Wir haben hier ein schönes Chicken Baguette. So sieht das Ganze aus. Passt super, weil das, was wir gleich bei der Ham-Tankstelle kriegen, wird auch Chicken sein. Das sage ich euch jetzt schon mal. Baguette, jetzt schon auf den ersten Blick, kommt mir eigentlich recht stabil vor, relativ fest, aber rein optisch vernünftig. Ist aber nichts, zeige ich euch gleich. Halt diese typische Asia-Süßsauersauce. Diese ganz Klassik und das ist mir einfach zu billig. Wenn man die mag und liebt, ist natürlich das eine. Ich habe jetzt auch keine chronische Abneigung dagegen. Aber wenn ich mir ein schönes Chicken Baguette bestelle, dann möchte ich nicht diese Standardsauce drauf haben. Also, das waren nicht mehr als 3 Punkte, Leute. Das ging irgendwo, aber ich habe nicht mal was vom Chicken gemerkt. Du hast nur diese Soße gemerkt. Baguette war letztlich auch hart. Gut ist das nicht. Warum dieser Test gepasst hat jetzt? Ihr seht ja auch, Unterschied hell-dunkel. Das ist hier dunkel. Ihr müsst ein bisschen später das Video machen, aber der Vergleich passt. Und ihr werdet gleich sehen, warum, wenn wir jetzt den Burger essen, den Burger von der Ham-Tankstelle, der nicht ein klassischer Burger ist in dem Sinne, wie man ihn sich vorstellt, das werdet ihr gleich genau erfahren, dann wisst ihr auch, warum wir jetzt hier diese Baguettes bzw. Brötchen getestet haben. Und jetzt sehen wir uns beim Burger-Test bei der Ham-Tankstelle. Wir sind zurück am Start, hier beim Zacher Burger. Zacher, Zacher, ich hab schon wieder komplett verplant. Wir müssen jetzt einen ruhigen Ort erstmal suchen. Also wir können ja noch mal den Anblick vergleichen zu dem Bild, was wir uns eben angeguckt haben. Also wir haben extra auch noch mal angerufen. Das ist der Burger und ich sag euch, es wird auch als Burger verkauft. Wenn ich den so kaufe, dann bin ich erstmal enttäuscht, dass es kein Burger ist. Für mich ist es kein Burger. Das ist erstmal irgendwie ein Brötchen mit Hähnchen drin. Aber gucken, ob das Burger-Feeling gleich rüberkommt. Wir preisen es auch an. Ich blende das mal hier ein. Mit viel Liebe gemacht. Oder mit Liebe gemacht. Da denke ich mir auch erstmal, wen will man verarschen? Das kriegen die meisten Gastronomen nicht mal hin. Wahrscheinlich belegt das hier irgendeine unterbezahlte Verkäuferin hier mit Liebe. Ja, wahrscheinlich. Der Zacher, muss man ja sagen, der steht ja auch mit seinem Namen dazu. Der steht mit seinem Namen dahinter. Ich würde mal behaupten, ein Fernsehkoch sollte das zumindest nur mit gutem Gewissen tun. Wisst ihr, was einfach manchmal das Problem ist? Es gibt einfach Gerichte bzw. Speisen, da kannst du nicht besonders viel zu verlieren. Ich reg mich einfach innerlich gerade auch auf. Zum einen, weil es kein Burger ist. Und das regt mich einfach auf. Es ist halt kein Burger, es ist ein Brötchen. Du willst ein Burger-Ranking bewerten? Ich kann es nicht im Burger-Ranking bewerten, weil das absolut nichts mit einem Burger zu tun hat. Ich muss es als normales Brötchen muss ich es bewerten. Und das ist halt einfach ein stinknormales Brötchen, Mann. Ist tragbar. Das Hähnchen ist wirklich vernünftig. Die Soße ist wirklich auch vernünftig. Gut, was erwartet man, wenn er bei der Tankstelle essen geht? Das werden jetzt viele von euch sagen, ja, was erwartest du, Olle? Du gehst bei der Tankstelle essen. Ist auch eigentlich so, aber trotzdem, wenn der Zacher dann auf einmal kommt und hier seine Fresse da in die Kamera hält, dann denke ich doch auf einmal, bam, Alter, jetzt kommt was Geiles. Aber es ist besser als normales Tankstellenbrötchen. Also, Real Talk, das kann man sich gönnen und das würde ich mir, glaube ich, bei der Tanke sogar wiederholen. Aber mehr als eine, ja, was kann ich denen denn für eine Punktzahl geben? Scheiß auf, als Brötchen gebe ich denen sogar 7 Punkte. Aber was Burger, ich bin nach Berlin gekommen, um diese Dinger zu essen, Mann. Ah!
Da sind wir wieder zurück am Ende des Videos. Ihr habt gesehen, weshalb wir überall anders natürlich auch die Brötchen letztlich getestet haben. Weil das, was wir gekriegt haben, bei Hamtank scheiße auch ein Brötchen. Letztendlich verkauft als ein Burger, deshalb war ich da auch ein bisschen enttäuscht. Aber was sagt uns dieser Test? Für mich immer noch diese Tankstellengeschichten. Das ist schwierig, was wirklich Gutes zu bekommen. Und da muss ich sagen, auch wenn es kein Burger war, hat für mich dieses Zacher-Ding rausgestochen. Also so wie ich mich erinnern kann, war das bisher das beste Tankstellenprodukt, was ich gegessen habe. Auch wenn es kein Burger war. Und das ist doch mal gut zu wissen, bei der Heimtankstelle, da kann man sich mal den Zacher rausholen, auch wenn es kein Burger ist. Genau, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mich gerne wissen mit einem Daumen oben, Kommentar, ein Abo, wenn ihr es noch nicht getan habt. Dann sehen wir uns gerne beim nächsten Video. Macht's gut, einen wunderschönen Tag noch und...